Guten Morgen, heute wird ein arbeitsreicher Tag. Der Sockel muss gemacht werden. Für den Ofen. Den müssen wir jetzt raus. Kriegen wir hin. Oh, sieht doch ganz hübsch aus. Immer so nicht trocken. Ey, ich werde verrückt. Die Kante. Ah, das ist so nervig, ey. Egal. Krieg hin. Schneide zu. Neuer Sicherungskasten ist da. Mit Sicherungsautomaten. Jetzt natürlich Sicherungskabel. Und ein bisschen Strippe noch. Die Strippe nehme ich alles zu. Ja, das. 2,5 Quadrat. Was ist das? Ich freue, wenn da ein bisschen Öl braucht. Einen Sattel brauchst du. Ja, dem Carsten ist der Sattel unterm Arsch zusammengebrochen. So ist das nun mal. Schade drum. Kein originaler Sattel mehr, aber besser jetzt als irgendwann, wenn er wirklich mal doch mal auf Tour ist irgendwo. Da kriegst du nämlich nicht so schnell einen Sattel her wahrscheinlich. Du fährst erstmal 100 Kilometer auf im Stand. Das ist auch doof. Aber nicht. Ich habe auch keine Sättel mehr. Das ist alles nichts. Also Reservesattel habe ich ihn. Aber das war hart. Naja, wir gucken mal, was heute noch so passiert, außer kaputter Sattel. Zerbrochene. Wir lassen uns überraschen. Jetzt benötige ich Holz. Und zwar eine 1 Meter Leiste auf 75. So, liebe Leute! Was? 23 Verkehrstote in diesem Jahr. Wieder eine Radfahrerin gestorben. Passt auf beim Fahrradfahren. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, ey. Schön aufpassen. Hey, habt ihr gestern schön gezündelt, Peter, miteinander, ja? Guck mal, das ist Liebe, das ist Liebe. Ich hab ihn umgebracht. Du hast ihn beinahe umgebracht. Hau ab, hau ab, so macht man das, guck, so macht man das. Hau ab, hau ab. Lass mich nicht los. Abwehr, obere Stufe. Obere Stufe kann ich was, ich bin unten. Abwehr untere Stufe. Ist das alles schon wieder auf dem Film? Das ist alles schon wieder auf dem Film drauf. Kommen sie, kommt einer, kommen sie alle. Wolle und deiner? Nee, Wolle und deiner. Wolle und meiner. Ihr habt doch gestern euch das Jawort hier immer am Fenster, habt ihr euch gesehen. Ja, aber wir haben auch gleich bei dem Jägermeister die Scheidung wieder eingeleitet. Ist nicht wahr, ey. Ja, stimmt, hinterher habe ich gesehen, dass dein Fenster voll gespuckt war. Das warst du wahrscheinlich. Bei ihm? Ja. Echt, war ja. Fenster voll gespuckt? Wolfgang, bei dir das Fensterbrett war völlig voll gespuckt, halt gesehen. Ja, hat wieder auch gespuckt. Ja, hab ich gedacht, du warst das? Ja, ich wieder. Nicht du, er! So. Ich putz dir deinen Schandmaul gleich mit. Ja, jetzt bleibst du da oben mit deinem Besen, ist ja furchtbar. Was ist denn hier los? Alle verrückt. Los. Jeden Tag was Neues. Warum spucken die bei dir aufs Fenster? Keine Ahnung. Mal ein Wunder, ich dachte, er ist das gewesen. Ne? Da schön. Charlottenmoor, oben ruf. Naja, so ist das. Das ist ja furchtbar. Alle da. Ich muss jetzt was schneiden, was sägen. Sägen. Warst du im Garten gestern? Ja, klar. Und? Hier, Schenken. Danke. Das ist so unmöglich. Umso besser. Da musst du nicht hoch. Nochmal, ich säge jetzt. Gott überlegt. Vermieten? Wo ist
jetzt sehe ich erstmal Bakterien in meinen Körper reinlassen. Aktimalisiert! Die drei Leisten haben wir. Jetzt sehe ich nach oben, schraub die alte Leiste ab und setz die da wieder auf. Passt doch.
Ah, ein Stück altes Ofenrohr, Ofenklappe. Ein bisschen sauber machen. Morgen kommt der Kamin. Schwupps, schon ist es wieder Abend. Nichts passiert im Laden auf alle Fälle. Ich bin nur am Hin- und Herrennen zwischen der Wohnung und dem Laden hier. Gerade ist ein Auftrag noch hingekommen, jetzt um 7:30 ein Check. Den mache ich schnell und mal gucken. Erstmal Reifen aufpumpen. Habe ich schon gemerkt, mach ich. Ich lasse mal laufen. Check ist nichts Besonderes. Wie gesagt, Stecker hier wieder ranstecken. Check! Checker! Statt Stecker. Schaltung. Schaltet und ist schlecht eingestellt. Aber das machen wir gleich. Erstmal die Schaltung. Erstmal abbauen. Gucken wir mal. Machen wir es. Dreckig ist die Kette. Erstmal kennen Sie die Kettenpflege oder Kettenpflegeprodukte entfernen eher. Ja, nicht nur dreckig, die ist total fettig. Ah. Ui. Ah, Tretlagerproblem. Okay. Stift raus. So. Also, das übersteigt natürlich hier alle den normalen Check bei dem Ding. Bei Kette spannen, alles kein Thema. Macht der Tommy natürlich, ist natürlich beim Check mit dabei, aber der Tretlager am Tretlager rumschrauben, nämlich deswegen. Sprich, Kettenradgarnitur ab. Kettenschutz ab, Kettenradgarnitur ab, Tretlager wieder reinschrauben. Deswegen wackelt es nämlich. Das gehört nicht zum normalen Check. Das müssen wir leider extra berechnen. Aber hält sich ja auch in Grenzen. Also insofern, wenn das schon alles ist. Dann geht das ja alles noch. So, das machen wir mal jetzt. Ich schraube ab. Den, das ist echt nervig, wenn das so anfängt zu klappern. Gleich machen. Wenn er gleich macht, dann geht das Lager nicht kaputt. Ansonsten geht das Lager kaputt. Ihr dreht das Lager raus langsam hier aus der Seite. Kommt immer weiter raus. Ja? Und dann geht das Gewinde da drin kaputt. Wenn man ja immer weiter tritt, dann wackelt das da drin und das Gewinde im Rahmen geht kaputt. Na, und das will man ja nicht, weil dann ist wirklich teuer. Weil der Rahmen ist eigentlich nicht mehr brauchbar. Reparaturlagerin, der geht noch, denn aber alles andere eben nicht mehr. So, wir schrauben den Kettenschutz ab. Ich schraube den Kettenschutz ab. Mann, schraube.
Ist das richtig, dass das mein erster wirklicher Auftrag ist für heute? Ich fasse es nicht. Es ist wirklich so. Schraube hinten, Schraube oben, Schraube unten. Guck mal, wie lange das dauert wieder. Ja, es wird noch Zeit berechnet. Kappe ab. Schraube ab, Tretlanger Schraube. Und der nächste Schritt ist die Kettenradgarnitur ab. Mit einem Kurbelabzieher. Den schrauben wir erstmal hier rein. Und kurbeln die Kohle noch runter. Jawohl. Haben wir. Und dann alles nur, um das festzuschrauben. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt schrauben wir das fest. Das ist das Tretlager. Hör mal, wie weit das schon rausgedreht war. Ist ja unglaublich. Ist ja tatsächlich unglaublich. Dass das echt noch Spiel hatte. Locker, das machen wir auch fest, aber man teste zuerst, ob der Kettenschutz vernünftig passt. Oben, unten, hinten.
Hinten ist er flexibel. Oben und unten stimmt er. Sehr gut. Dann einmal überwischen. Hat man einmal abgebautert, kann man auch mal sauber machen. So. Ist alles wichtig, muss alles gemacht werden. Hier auch nochmal. Okay. Tretkugel aufsetzen. Haben wir. Kettenblatt. Kugel. Schraube rein. Und das Ganze fixieren. Und wir bauen den Kettenschutz wieder an. Erstmal locker und flockig. Den plus den. Den fest. Jetzt muss ich so eine Schraube suchen bei diesem Arsch. Mitkommen. Wir haben zwei Zuschauer. Wahnsinn. Das ist die Latenz noch schraubig. Sag mal, wo ist die denn? Wo liegt die denn nach hier? Der gute Schraube. Schräubchen. Nein, mal so ein Renner. Hier hinten.
Ja, und jetzt ist die Trittlage wieder fest. Die Kette ist natürlich viel zu locker jetzt, aber Trittlage ist fest. Und jetzt geht's weiter mit dem normalen Check. So einfach sieht das aus. Und gebraucht habe ich exakt 10 Minuten, sind 10 Euro mehr. Der Test sowieso gekostet. Von 34 bis 44 habe ich das gemacht. Jetzt geht der normale Check weiter. Ja, das ist halt was, da darf man sich nicht beschweren. Ordentlich gemacht wird. Minutenfaktor 1 Euro. Wahnsinn. Gut, aber das muss ich auch bezahlen jetzt beim. Beim Tischler. Der nimmt die Minute sogar mehr. Also der will 90 Euro die Stunde. Für die Arbeit, mehr oder weniger. Eine Stunde pro Ohr. Das ist eine Stunde Arbeit, 90 Euro meint er. Und das Material sind 30 Euro. Wunderbar. Wundervoll. Jetzt gucken wir die Einstellung der Schaltung auf Gang. Das ist eine Nexus 3 Gang auf Gang 2. Die eingestellt. Die stimmte nämlich nicht ganz. Jawohl. So, jetzt stimmt's. Jetzt den Ständer festmachen. Ständer überprüfen. Achsmuttern sind fest. Das ist fest. Ständer überprüfen. Das ist fest. Quietscht aber. Wie alle Ständer. Alle Ständer diese bei BBF haben diese Macke. Das sieht dann furchtbar quietschen. Da hilft. Öl. Na ja, macht ja mal 19 Minuten dabei. 10 Minuten davon kriegen wir jetzt noch 35 Minuten darf es dauern. Klingel läuft, wie gesagt. Licht läuft. So wird das dann werden.
Schaltung läuft. Sattel. Wallahi, wallahu, wallaha, wallaha. Sattel ist fest. In der Schlüssel. Auch fest. Achterschlüssel. Die verliert man nämlich gerne mal. Diese ganzen Schräubchen. Jetzt haben wir den ganzen Hinterbau gescheckt. Auch fest. Auch fest. Auch fest. Also der gesamte Hinterbau ist jetzt gescheckt. Ja? Ständer, Achsmuttern, Schutzblech, Schrauben, Gepäckträgerschrauben, Sattel, Sattelstütze, Rückbremsanker und der Kettenschutz. Tretlager ist gemacht, ist fest. Hier kommt ja nichts. Rahmen, klar. Jetzt geht's vorne weiter. Am Cockpit sozusagen. Cockpit. Cockpit. Ja, Licht haben wir schon getestet. Klingel haben wir getestet. Schaltung haben wir getestet. Bremse gibt es noch zu tun. Tja, das müssen wir noch machen. Die geht nämlich gar nicht. Da müssen neue Bremsbeläge rauf. Die hole ich jetzt mal schnell. Und da ist er wieder. Dazu schrauben wir jetzt natürlich erstmal die alten wieder ab. Und ich schraube auch das hier auf. Den Bremszug löse ich. Warum? Werdet ihr mal sehen. Zack. Zack. Die Dinger hasse ich wie die Pest. Jetzt wollen wir mal sehen, nämlich was da drunter entsteht, ist Rost, Grind. Das steht mal an. Wie soll denn der Zug noch vernünftig funktionieren? Ja? Oben sieht er nicht besser aus. Ich weiß nicht, ob man das im auf dem Monitor so gut sehen kann, aber hier ist es total verrostet.
Ne? Der muss getauscht werden. Das merkt man schon. Bremsbelag ist runter. Die zeigt mal drei Oma in der Kamera. Hier, ich schraub's ab. Das Fest war so nicht richtig. Das ist kein Bremsbelag, den man noch benutzen sollte. Das ist Bremsbelag für die Tonne. Alter. Und der Zug ist im Eimer. Kommt das also alles noch dazu? Ja, deswegen wird ein Check manchmal teurer als man denkt. Aber es sind ja wichtige Sachen. Ich kann ja nicht mit so einer Bremse rumfahren lassen. Das Ding kommt weg, der taugt ja nicht. Den Bogen heben wir auf, den können wir noch verwenden. Bekommt aber eine Fettung. Ist nicht mehr ganz so frisch. Zug und Kabel heben wir auf, einfach nur um zu zeigen. Ne? Ja. Wie das aussieht, alles weiß und oxidiert und also. Da kommt einmal neu. Schlipp, schlapp, schlupp. Entschuldigung. Den fehle ich ein. Herrlich ein. Sortier. Ja, ja, bewegen wir nicht mehr, aber komm. Darin drehen. Kannst nicht mehr rausrutschen. Ja, dann nehme ich mir das alte als Vorlage für die Länge. Ne? Halt das wieder hin. Ganz einfach. Was für ein genialer Trick. Mann, ey. Bin ja auch ein bisschen faul. Ups. Abschnipsen. Abschnipsen. Ist gut. Weg. Hat ja geklappt, ne? Thank you.
Du willst also eine Designerküche, hat Mona gesagt. Und recht hat sie. Ich will eine Designerküche. Und zwar, weil ich die selbst designe, ist die ja schon eine Designerküche. Hm? So sieht es einfach mal aus. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt der Bogen hier hin. Na, mit dem ganzen Geschlupse und Gewups. Wieder. Hallo. Hallo. Jetzt mache ich das wieder fest. Jetzt alle runtergucken und denken, was mit dem ist, da spricht er. Wunderbar, zieht sich wie Sahne. Ja, ist quasi mit einem kleinen Finger. Ja. Ja, mit dem Finger leicht zu bedienen, wunderbar, so muss das sein. Scheiße, die ganze Müll, ey, dass sie die Züge alle nicht tauschen wollen. So, ein bisschen fester. Jetzt kommt noch der Bremsbelag ran. Mike ohne Handschuhe, weil ist ja Bremsbelag und meine Handschuhe sind fettig, ölig, schmierig. Wird zu minimieren. Arcor Brake Pads. V-Brakes, die langen. V-Brake. Eins, zwei dahin, die dann außen hin mit Unterlegscheibe und Mutter. Ich kann euch nicht so großartig erklären, wie ich das mache. Das ist einfach Erfahrung mit den Griffen, dass ich das hier halte, mit der Schulter hier oben ein bisschen festhalte. Hier oben, dass sich das nicht verdreht. Halte ich es hier mit so ein bisschen mit der Schulter fest, ansonsten dreht sich es einmal zurück. Hier ist alles eins. Das macht man, wenn man das jahrelang macht. Und dann halte ich den Bremsbelag quasi hier mit zwei Fingern fest, führe den hier rein, schraube den hier drüben fest und das richte den aus und kann man nicht beschreiben, das muss man ein, zwei, drei Mal machen und dann ist Quatsch, wenn man das erklären würde, kann das nicht automatisch dann jemand nachmachen. Viel ist einfach auch Erfahrung und selber gucken und Bauart vom Rad, wenn es eine Federgabel ist, ist es ein bisschen komplizierter meist, wenn die viel breiter sind. Ja. Ich merke schon, wenn ich den einziehe, dass sie gut eingestellt ist. Dann machen wir mal einen zweiten Rind. Den Papier da, das, dort. Und hier auf der Seite ist das einfacher, wenn man von vorne an die Bremse geht. Wenn es am Ende so Pocke zieht, dann ist es besser. Das ist halt cool. Super. Jetzt stellen wir noch den Bremszug ein bisschen ein. Oh. Ein bisschen heißt aber nicht so. Muss er gar nicht machen. 1 mm ziehen, das ist zu wenig. Das will er nicht.
wie immer ein bisschen bremsschwach. Mittig steht das Rad aber, also müssen wir halt. Wenn man so schaut. Die Seite zieht gut, die Seite zieht nicht gut. Da passiert wenig, da passiert viel. Stellen wir ein. Kleiner Workshop am Abend. So, wie stellen wir das ein? Mit Kreuzschlitz, wie das aussieht. Funktioniert das nicht. Okay. Das war zu viel. Ich könnte kotzen, dass das kein Federstahl ist, der da eingebaut ist. Das keine Härte der Stahl ist, nicht, sondern einfach nur den biegst du einfach und das wartet. Ja, ich werde natürlich irgendwann auf, ist die Spannkraft weg und dann geht das wieder so. Keine Spannkraft mehr da. Dann musst du wieder nachbiegen. In die Kackbremsen. Funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Deswegen kosten gute Bremsen eben auch weit mehr. Ja, also ich glaube, hier kostet eine Komplettbremse mit schon Bremsbelägen drin 9 Euro. Ja. Und eine Hütte kostet halt 45. Was ist denn eine XT? Was kosten die? 45 Euro? Obwohl ich auch mit den alten Deore-Bremsen schon ganz gut gebremst habe. Ganz gute Ergebnisse hab's da. Die sich auch einstellen ließen. Jetzt wird das Kabel noch abgeschnitten hier. Kabelzug geht kurz auf der Länge. Ich mache das immer so lang, wie die Bremse ist. Zack. Hier kommt eine Endhülse ruf. Die wird verquetscht. Eine Quetschhülse. Und das war 38 Minuten. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich habe ja auch gequatscht und erklärt ein bisschen. Ja. Fertig, das war's für heute eigentlich, würde ich mal sagen. Jetzt ist es 8.08 Uhr, ich mache gleich zu, beziehungsweise mache ich gleich Ende. Ich pumpe jetzt noch auf und dann ist der Check vorbei. Und möchte mal sagen, dass das eigentlich ein recht gutes Fahrrad ist. Simpel, aber gut. Lenker kontrolliert noch die Schrauben. Lenker Schrauben kontrollieren, aufpumpen. Quetschhülse ruf. Fertig. Habe ich 14 Minuten gebraucht. Kratz mir nur meinen Hals. Der Bart juckt. Es sind Bartratten drin. Ja, einfach ist das. Und danach schneide ich Videos. Also bis morgen. Wir sehen uns morgen auf alle Fälle wieder. Auch mit wenig los wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was los ist hier irgendwie. Keine Ahnung, die Straße ist echt viel leerfegt manchmal. Aber so ist es halt. Also bis morgen. Macht es gut. Ciao, danke für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch ein Feedback. Also wäre schon toll, wenn irgendeiner mal was schreibt auch so oder so. Ich freue mich jedes Mal drüber. Ich lese sie alle, weil es ist ja nicht viel, was geschrieben wird im Moment. Kann ich sie noch alle lesen? Nutzt es aus, dass ich alle lesen kann. Und könnt ihr mir gerne schreiben, dass ich was für ein Idiot ich bin oder wie toll ihr mich findet. Oder dass ihr jetzt alle auch besser könnt als ich, dass ich Fehler mache. Ist auch normal, ja. Könnt ihr mich gerne auch darauf hinweisen, ja, und berichtigen und so. Meine oder Fachdiskussionen untereinander führen. Das würde mich auch freuen, wenn in diesem Chat nebenbei, wenn man so sieht, dass was repariert wird, auch mal nebenbei eine kleine Diskussion entsteht, ja, zwischen euch oder unter euch. Und ihr euch dann
sozusagen miteinander vergnügt. Das würde mich freuen, wenn das irgendwann mal so weit ist, dass es so ein kleines Austauschforum wird für. Ja. Fahrradmonteure. Ja, ich bin ja, glaube ich, einer der am nächsten hier arbeitet. Die armen Sklaven von Stadler vielleicht mal ausgenommen, die müssen wahrscheinlich jetzt auch noch arbeiten, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wer so lange offen hat bis 21 Uhr. Ich werde auf alle Fälle weitermachen und wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao.